Panel 2 sind zwei Steirer, unsere Kernöl-Connection. Die Schauspielerin Brigitte Krenn und Willi Gabalier. Warum ich bei den Dancing Stars mitmache? Ich bin jung und brauche das Geld. Nein, weil ich wirklich gern tanze und ehrgeizig bin. Mitdenken, Schatzi, immer mitdenken. Sonst wird es nichts mit uns zwei. Meine Intention ist es, die Schritte gut zu lernen. Und dann, wenn es nicht funktioniert, ja, dann kann man doch lieb lachen, dass irgendwas ausgeht. Leidenschaft ist bei mir ganz hoch oben. Ich bin der volle Gefühlsmensch und wenn es im Herzen passt, dann finde ich, dann kann man alles meistern. Die Brigitte, die ist eine Lady, aber sie hat auch den nötigen Schmäh und es ist ganz wichtig, ja, ihre Stärken hervorzukehren, von denen sie ja sehr viele hat. Da muss ich mich überhaupt nicht in den Vordergrund drängen, das wäre total unpassend für mich. Liebe Fernsehzuschauer und Innen, aus aktuellem Anlass ändern wir unser Programm und zeigen jetzt nicht vier Frauen und einen Todesfall, sondern vier Füße und kein Schwindelanfall. Viel Vergnügen. Nicht auf das Stromkabel Lulu machen, weil sonst ist ganz blöd. Schau, da wird die tanzt schon. Heute vergeht die Zeit nicht. Wenn man als Laie zu tanzen beginnt, da reicht es oft, wenn man einfach vielleicht nur da-da-da-da-da sagt oder bum-bum-bum-bum-tschak. Dinge, haxen, bing-bing-bing, bing-bing-bing. Wie so heimlich und ganz leise und auf ganz spezielle Weise. Sobald man den Bodenkontakt verliert, da muss man juchatzen. Und durch dieses Juchatzen geht die Angst weg. Tak, tak. Schön, dass es uns. Nachdem wir immer so ein emotionales Training haben, fällt mir das jetzt gar nicht so auf. Boom, tschak, boom. Ob sie 1, 2, 3 zählt oder Jamti Damti da. Und es müssen so kurze Wörter sein, damit ich schnell reagieren kann, was kommt. Weil ich kann nicht lange überlegen, weil dann ist es schon wieder vorbei. Ich bin schon zufrieden. Mehr geht nicht in der Zeit. Mehr geht nicht. Ich habe mich bemüht und mehr geht nicht, oder? Es geht immer mehr. Bin ich mir. Panel 2 tanzt einen langsamen Walzer. Hier sind Brigitte Krenn und Willi Gabalier.
H02, Brigitte und Willi. Bei der Brigitte könnt ihr immer nur davor stehen und anschauen. So schön finde die ganze Zeit und so zauberhaft. Ich lasse euch kurz verschnaufen und frage zuerst, wie es war. Zuerst den Thomas. Wenn jemand sagen kann, ob der langsame Walzer schön war, dann du. Wie war es denn? Also war nicht nur sehr schön, sondern auch, ich muss wirklich ein Kompliment, die Choreografie. Derart schwungvoll und elegant, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ja so, dass man, nachdem man jetzt den Cha-Cha-Cha gesehen hat, merkt, hier ist natürlich mehr Kontrolle von den Herren aus möglich beim langsamen Walzer. Aber diesen Vorteil hat er immer wieder aufgegeben und die Frau Krenn auch frei tanzen lassen. Ich habe nicht so ganz das nackte Entsetzen gesehen da bei der Flugnummer oben. Aber war keines. Volles Vertrauen. Das ist schon nicht ungefährlich, wenn man da so kopfüber in Schulterhöhe hängt. Ich fürchte mich nicht. Sehr gut. Na, sehr, sehr schön. Ich hoffe, beim nächsten Mal, beim Latein, wird es auch so toll. Bestimmt. Dankeschön an den Thomas. Darf ich ganz kurz in dein Gesicht umeinander schmieren? So. Oh, angenehm. Kein Lippenstift mehr auf der Backe. Wir reden nämlich jetzt. Orchester, aufgepasst. Mädels? Bollasch? Das müsste sein, es tut ja, mir leid. Weiß, und wie war's? Ja, ich habe mal auch mit einer Dame tanzen dürfen, diese Sendung. Und ich habe damals sehr viele Sachen an ihr bemangelt. Von welcher sprichst du denn jetzt? Wir müssen nicht so höflich sein. Sprich Namen aus. Ja, ja. Na, ich glaube, es wissen alle. alles, was ich damals bemangelt habe, haben sie in diesen Tanzen gezeigt. Und dafür sind sie für mich der Beweis, dass es auch anders geht. Es war wirklich sehr schön, Ihnen zuzuschauen. Ich danke Ihnen. Danke. Historischer Moment, der erste Kommentar von Wollasch-Ecker. Als ich die Brigitte bei der Pressekonferenz kennenlernen durfte, da konnte ich kaum glauben, dass du so nervös bist vor sowas. Wie ging es dir heute vor der Sendung? Noch nervöser. Noch nervöser? Mhm. Aber du hast ja einen Trick, gell? Irgendwie gibt es da so einen Wand- oder ja, Willi-Trick. Ja, man muss sich so anhalten und bis 10 zählen, ganz fest. Aber heute hat es nichts gebracht. Na. Aber vielleicht bringt es was, weil dein Sohn ja da ist. Ja, ich freue mich sehr. Der hat mich denn sehr bekräftigt. Hallo, Bur! Mit deinem Sohn arbeitest du auch zusammen und du hattest einmal eine sehr schöne Rolle, nämlich einen Zombie. Wie schaut Brigitte Krenn als Zombie aus? Hat sie gut gemacht eigentlich. Also falls irgendjemand nochmal einen Zombie braucht in einem Film. Bitte mich. Bitte mich. Vielen herzlichen Dank. Das war das Paar 02. Ihr habt es toll gemacht. Ihr könnt euch jetzt entspannen und zu nervös sein gibt es keinen Grund mehr. Okay, danke, Brigitte und Willi. Ja, Sie haben Thomas und Wollasch gehört. Die beiden voller Lob für Brigitte und Willi. Wenn das bei Ihnen auch so ist, dann gerne anrufen oder eine SMS, wenn Sie mögen. 090 10 59 09 02. Bravo! Großartig! Und das Puzzle habe ich gesehen am Schluss. Das war nicht Leidenschaft, wirklich? Das war die reine Erleichterung. Das, das stimmt. Hat dich auch überrascht, gell? Das 10 Gramm Lippenstift. Ich weiß, früher hattest du gefährliche Hobbys, nämlich Fallschirmspringen, Rafting. Jetzt auch noch den, wie wir gehört haben von Thomas Schäfer-Elmer, den langsamen Walzer. Reizt dich die Gefahr? Ja, das war jetzt aber das Gefährlichste von allen Sachen. Na, gehör auf, Fallschirmspringen, Rafting. Ja, aber das mache ich jetzt nicht mehr, das war früher. Das mache ich nicht mehr. Jetzt machst du keine gefährlichen Sachen mehr? Nein, jetzt ruhe ich in meiner Mitte und mache Yoga und
Auftritt bei Dancing Stars auf. Das erklärt vielleicht auch, was auch mich überrascht hat. Du hast Dancing Stars als Wohlfühloase bezeichnet. Während andere jammern, sagst du, das ist eine Wohlfühloase. Wie ist das? Weil vom kleinsten Mitarbeiter bis zur Chefetage sind alle nett. Wirklich. Und die sind so bemüht um uns, dass es uns gut geht und so. Und das ist angenehm. Echt. Ja, mhm. Und dann hast du immer noch deinen Hunderl dabei. Denn der ist aber auf der Lauge liegen. Hat er nie gebissen? Nein, nein. Aber gebellt. Nein. Gebellt hat er schon. Wenn der Fremde ein bisschen eifersüchtig auf mich, glaube ich. Ja, das verstehe ich. Dann darf nur er zur Frau nahe kommen. Aber er ist ein Wilder. Aber so groß ist er nicht. Was ist er? Chico heißt er. Was ist das für eine Rasse? Ein langhaar Chihuahua und der ist 4 Jahre und begleitet mich immer zum Arbeiten oder so. Aber ihr musstet ihn an die Leine legen, nicht? Also ja, sonst wäre, hätte er mittags. Dann hätte er wahrscheinlich, da war er am Badl gehängt, mein Lieber. Oh, wir wollen jetzt die Jury von der Leine lassen und sind schon sehr gespannt auf die Wertung. Es war viel Lob. Wie schaut es in Punkten aus, Thomas Schäfer-Ellmeier? 6. Wolasch Ecker. Nicole Börns-Hansen. 6. Und Hannes Nettmal. 5. Irgendwie vermisst man den Klang auch, gell, wenn man nicht da ist. 23 Punkte. 23 Punkte. Zufrieden soweit? Oh ja. Aber ja. Aber ja. Alles oder? Positiv. Ja. Ja, natürlich müssen wir. Was bleibt euch sonst übrig? Mehr kriegt ihr jetzt nicht. Setzt euch nieder. Okay. Ruht euch aus.